mein Gott, es wird dunkel. Die Lichter von mir. Ich will zurück in die Brick. Na. Das ist so schön. So schön kühl. Rechts von uns auch Schiff. Aber ein Master, glaube ich. Ja. Wo ist rechts? Ja. Mal bitte sagen, welche Insel jetzt die richtige ist. Ja, ich check die Karte. Genau die vor uns, würde ich jetzt behaupten. Rechts. Ja, hier. Das ist die. Genau. Steuerbord, bitte. Soll ich ziehen? Kleine. Noch nicht. Jetzt. Na gut. Okay. Der Dreimaster kommt ganz schön in unsere Richtung. Dann hole ich mal schnell den Schatz und dann verpissen wir uns wieder. Wollen wir nicht erst verpissen und dann den Schatz holen? Ist doch nur eine Truhe. Okay. Geht mal auf die Insel, ich bewache das Schiff. Ich sag euch, wenn was kommt. Rechts von uns ist ein Einmaster. Jo, hab ich gecallt vor 2 Minuten. Niemand hört mir zu. Ich habe nur Dreimaster gehört, deswegen war jetzt ein Einmaster ziemlich neu. Naja, der Einmaster ist hier direkt bei uns. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, wir sind auf der Südseite. Hier ist auch der Schatz. Jetzt beeil dich. Oh, die Insel sieht neu aus. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf uns schießen. Ich fange mal an, den Anker zu lichten. Ja. Unter Druck kann ich immer nicht. Ja, irgendwo hier ist der Hapse. Hab weiter! Ich hab, ja, kämpf weiter. Schade, ist der Einmaster nicht gekonnt, der hätte gekonnt. Ja. Achso, ich dachte, du meintest, dass der Dreimaster bei uns ist. Nein. Höp. Josisch. Aha! Oh. What the fuck, Delay? Kommt ihr an Bord? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Josi schreibt gerade, geil wie Marius, dir auch so gut zuhört wie mir. Schön, dass mal jemand anders passiert. Ja, genau. Der Unterschied ist nur, dass Josi mich mal anspricht, während ich Kopfhörer aufhabe und Musik höre. Und wenn ich sie anspreche, gar nichts passiert. Ich höre ja wenigstens nur, wenn sie mich anspricht. So. Oh mein Gott! Hi? Hey! Würdet ihr bitte den Anker wieder setzen? Hast du es nicht geschafft? Nein! Nochmal gucken, vor allem wie schnell wir sind, Alter. Das ist kein Wunder, dass Leo es nicht geschafft hat. Ups, ich bin ins Wasser gefallen. Das war ja wirklich Lichtgeschwindigkeit. Das war echt die beste Aktion, die man machen konnte. Vor allen Dingen war es wirklich knapp, Leo. Du warst fast an der Leiter. Ja, fast. Bester Prank ever. Oder so. Wie war das mit dem Selbsthandicappen? Ja. So, wollen wir mal los? Stell dir einfach vor, wie ich dir gerade den Finger zeige. Ich schieße auf den Hai, der unter dir ist. Nee. Jussi lacht durch, Jörs. Ich schmeiß gleich die Truhe wieder ins Wasser. Ja? Und die schmeißt sich hinterher. Bist du an Bord, ja? Ja. Sollten wir nicht erstmal eine Fahrt abstimmen, bevor wir hier losguckern? Nein. Nö. Oh mein Gott. Fuck. Nein. Ich hab mein Bein gebrochen. Ich brauche jetzt ein Holzbein. Jetzt ein Holzbein. So, Daniel. Nein, die andere. Genau. Ja, nein. Yay. Wir haben dann wieder Glück und die Karte ist genau vor uns. Wie die Insel, die gerade geradezu ist. Wie die Insel, die gerade auf uns schießt. Ja. Nee, hä? Snake Island. Bisschen nach links, ja, das wäre gut, ja, passt. Kühle und Shark Raid. Wir fahren jetzt genau auf den Raid zu, ne? Ja, dann drehen wir um, weil der Raid ist nicht unser Ziel. Ja. Bisschen nach links noch, da ist genau eine Sandbank vor uns. Holy fucking shit. Okay, ich hab eine. Snake Island war noch offen. Also, Leo ist nicht schneller geworden von dir. Okay, hab sie alle drei. Die Möwen. Ja, also, wir müssen Richtung Süden.
da sind alle drei Inseln, die wir suchen müssen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wo sind die Möwen? Wo sind die Möwen? Die Möwen sind... Weg. Möwen? Nee, die sind ungefähr südöstlich. Oh ja, ich sehe, hinter uns sehe ich einen, da sehe ich einen Dix im Wasser. Da ragt ein Mast aus dem Wasser, ja, aber... Ja, aber das war zwischen frei. So, Segel richten. Wir sind quasi auf Kurs. Wir sind auf Kurs, weil es ist Gegenwind. Ja. Und ja, vor uns ist Chicken Island. Da müssen wir hin, oder was? Also, gerade weiter. Nicht hier die jetzt auf Backbordseite. Also zu dem Speed, den wir gerade hatten, ist das schon ziemlich... Kein Vergleich, ja. Na, wenn ich jetzt ins Wasser springe, kann ich bestimmt euch locker überholen, ja. Abbiegen. Ich denke auch. Schicke Tattoos. Schau nicht, du willst es doch! Du willst es doch! Nein, lass mich in Ruhe! Komm her! Arr! Muss ich etwa... Polizei! Polizei! Wieder der Einmaster. Ja. Ah, das ist ein anderer, der andere Einmaster steht da hinten beim Raid. Das ist wieder der Einmaster. Aber beim Raid hinten Richtung Raid ist auch einer. Steht da an der Insel. Was suchst du, Marius? Nee, ich such gar nichts, ich bin hakelig. Du hast gerade irgendwie die Karte nur so rein rausgezoomt. Ja, ich hab die als Fixpunkt benutzt. Hihi. Oh Gott. Genau zwischen uns und der Zielinsel. Ach nee, hier ist er jetzt gleich. Ja, ja. Wir sollten eigentlich gleich da sein. On the left, on the left. To the right, to the right. Könnte jemand der Nüchtern jetzt noch ein bisschen. Ah ja, dann macht schon jemand. Aber der ist betrunken. Ich bin schon nicht nüchtern, aber ich mach trotzdem. Ja, also. Auch nur ungefähr dreimal so lange. Das Steuerrad passiert zu, nicht. Zu gar. Weit, zu weit. Also so wie der Wasserfall da gerade runterlief. Ein bisschen nach rechts. Oh, kann ich eigentlich deine kurz aufhören? Oh, warum machst du dir darüber Gedanken? Dann machst du den Kopf ums Ankern. Ich kann das echt nicht einschätzen. Ja, mach ich. Wir sind da so langsam, dass wir ziemlich viel Spielraum haben. Du musst schon den Eimer treffen. Grüß dich, Kombo. Ich wünsche dir einen guten Abend. Jetzt stell dich mal an. Eimer treffen. Ich hab das überlesen, sorry. Ich hab das sogar... gerade gesehen, dass es über Josis Kommentar war. Oh. Daniel, da vorne kann man es richtig... Ja. Jetzt schön hart links einlenken und ich ziehe den Anker. Ja, warte. Ja, warte. Achso, du bist betrunken. Alter. Ankerfeld. Ankerfeld. Ja. Toll, Leo. Genau auf den Felsen. Zack, ist der Junge wieder weg. Ja. Sind das. Die Anker ist noch gesetzt. Achso, das ist die Insel mit den drei Dingern, ne? Dann werden wir gleich mal rüber. Ich mach das Schiff auf. Au! Ich leg mich erstmal hin. Irgendwas hab ich angeschossen. Ja, vielleicht von der anderen Insel. Da schießen sie. Ach was? Oh, ich bin fast tot. Ja, dafür habe ich immer meine zwei Reservebananen dabei. Ja, ich habe Bananen gefunden. Ich habe irgendeinen getroffen. Ja, mich. Danke, doch. Ich bin gar nicht ein Skelett. Au! Der ist immer noch hier drin, ne? Ja. Okay, ist down. Ich war eine große Hilfe. Ich hab einfach auch nichts gesehen. So, Nummer 1 mit Skelett. Warum nervig, ey. So, dann hast du die, dann müsste hier die andere sein. Die Mann müsste direkt einer sein, ja. Ja. Ohne Skelette, ha! Cobra Gear. Oder Cobrager. Oh, das gefällt mir sogar. Cobrager. Oh no.
Ja, das Schöne ist halt, dass dein Name immer so komplett groß geschrieben wird. Ja. Ja, ich schau schon mal die andere. Man hört direkt, was Josi lustig findet. Ich weiß nicht, wie aber sie hört den Rund der Titel. So, das ist hier großer Stein, kleiner Stein, was auch immer Stein. I like to move at Cobra Jump. Oh, ich wurde die ganze Zeit von einem Skelett verfolgt. Also Josi feiert hauptsächlich Leo, wie es scheint. Also das hat sie nicht vor... Ja, ja, das hat sie geschrieben, ja. Oh, es ist warm. In meine Zimmer. Ob schon kühler geworden ist? Oh. Hab übrigens überlegt, ob ich Agony spiele. Agony, was? Agony. Agony, ja. Geschrieben Agony? Ja, würdest du mir trotzdem mal sagen, was das sein soll? Oder? Naja, man... Also ich gehe davon aus, dass es auch wieder spielt. Man sucht seine Seele in der verbuseten, verteufelten Hölle. Mhm. Also dachte ich, ja. Kenn ich nicht, aber vielleicht. Wissenslücke. Warum sind denn hier schon wieder Skelette? Keine Ahnung, weil ich die Truhe noch nicht gefunden habe. Leo. Bisher habe ich mich nicht selbst gefunden. Naja, also vollkommen aus so einsamen Inseln. Ja. Ich glaube, hier ist die Truhe. Jo. Mann! Lass mich in Ruhe. Josi schreibt, sie haben Dante in ihrem Buchclub gelesen. Aha, aha, aha. Den Roman oder das, Den Comic. Hä? Den Comic. Ey, der Comic ist richtig gut. Es gibt wirklich einen Comic? Okay. Ja, von Dark Horse. Wo war das Spiel? Das Truhe des Seefahrers war die Kackkiste, ne? Nein. Nee? Das Schiffsbrüchen ist die schlechteste. Okay. Seefahrer sind diese braunen Truhen. Nee, da gab's noch. Hier. Seht ihr da was gerade aus dem Busch rausspringen? Das war ich. Ach, ja. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe noch Platz in meinem Inventar. Oh, nee, gut. Ich komme. So, dann bringe ich mal die Truhen. Wann genau? Ach nee, sind das Käfige? Wirklich? Welche gefunden? Ja, so. Wir haben Schweinekäfige und Hühnerkäfige. Habe ich gar nicht mitbekommen. Natürlich haben sie den Roman gelesen. Ah. Anderes haben wir erwartet. Letztes Mal hatten sie Graphic Novels als Thema, also ist nicht völlig. Aha! So, so. Habe ich dich getroffen? Ja. Cool. Ja, oder? Ich dachte, es funktioniert nicht. Ich dachte, man kann die irgendwie mit dem Wasser wieder abschieben. Dachte ich auch, aber das klappt nicht so richtig. Hast du eingelenkt? Weil ansonsten knallen wir gleich gegen. Ja, muss ja fragen. Nee, wenn ich in 5 Minuten auf dem Schiff rumsitze. Leo so lange braucht eine Kiste. Ja. Gibt dir gleich eine Kiste. So, wir müssen ja quasi geradezu. Ja, also, ich muss dringend ausweichen, ansonsten fahren wir direkt. Osten. Oh, Alter. Leo. 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 Ich liebe es, wenn es regnet. Wir haben erstmal direkt knöcheltief Wasser am Boot. Ich sehe hier kein Wasser. Ich sehe hier kein Wasser. Bap. Oh, du hast was Weißes an, Leo. Tom. Ich glaube, wir versichten. Ah, ich glaube, ich mach mal das Fenster auf. Wir haben es ist eine Falle. Ungefähr um 8 auf dem. Ja, um 7:30 aufgemacht. Achso, das Fenster. Ich hab den ganzen Tag schon das Fenster offen. Naja, aber tagsüber ist halt unsere Wohnung kühler. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es halt stickig ist.
Verstunken ist noch keiner. Sicher. Uwe Schrader-Sprüche. Jo. Spruch 165. Bitte ich ins Logbuch aufzunehmen. Das ist dann das Schrader-Kopf. Ja, es ist noch kein Name ausgewählt dafür. So, jemand ist weg. Hallo? Hallo? Ich find's völlig geil, dass die Charaktere auch immer den Mund noch bewegen. So, welche Insel sind wir jetzt? Snake Island? Snake Island. Vielleicht mal zum Entern. Die lenken gerade irgendwie zu sehr ein. Ja, deswegen ankert mal. Okay. Wir fliegen gerade und dann drehen wir uns wieder raus. Hast du uns rausgedreht? Ein Stück, ja. Der Anker ging ganz schön schnell runter. Sorry, ich dachte, das war schon. Naja, ich war leider schon wieder betrunken. Immer nur betrunken. Ich dachte, das Fass wäre leer. Nein. Du hast mich angelogen, du wolltest nur nicht teilen. Bist du? Richtig. So, Steinmalerei, lodernes Feuer auf der Insel weit gen Westen. Das ist bestimmt die Einzelne, was? Oder? Ja, das ist die Einzelne hier. Was mit den Einzelnen? Na, auf der... an die Steinmalerei eines lodernden Feuer auf der Insel weit gen Westen sollst du navigieren und das Geheimnis auf dieser Karte studieren. Ich hab gerade dagegen den Stein. Nur falls jemand fragt, wir lachen über Daniel. Ja, bestimmt. Jetzt so einfach nur so knallhart, plock. Nicht an den betrunkenen Kapitän, der sich wahrscheinlich gegen die Wand geschossen hat, oder? Laut Spielregeln gibt's keinen Kapitän. Achso. Sicher? Ja, wenn du die Regeln durchliest am Anfang. Die Regeln? Ist bei dir irgendwo eine Steinmalerei eines lodernden Feuers, Marius? Ja, also ich stehe an einem lodernden Feuer. Und da ist eine Steinmalerei. Und dann jetzt musst du auf die Karte gucken. Passiert nicht. Oh wow, ich habe jetzt zum ersten Mal meine Waffen nachgeladen. Wow. Ja, ich habe gerade viel gezogen. So. Ja. Aber da steht, da soll man die Karte studieren. Weit gen Westen. Ja. Sollst du navigieren und das Geheimnis auf dieser Karte studieren. An der Steinmalerei eines lodernden Feuers. Moment. Noch westlicher gibt's keine Malerei. Also hast du an der Steinmalerei oder am Feuer? Auf die Karte geschaut. Ich beides mittlerweile. Zuerst halt an der Steinmalerei. Da hat sich gerade. Ach so, warte mal. An die Steinmalerei eines lodernden Feuers, nicht bei einem lodernden Feuer. Richtig, ja. Ja gut. Aber war da irgendwie sowas in die Richtung? Ja, ich. Naja, es ist so eine Sonne hier, warte mal. Ja, okay, ich hab's. Wow, das hat da gar nicht geleuchtet. Ich bin blind. Ja, aber wirklich. Noch eine Steinmalerei, echt jetzt? Und wieder ein lodernes Feuer, wirklich? Es ist die, wo ich schon bin. Achso, stimmt. Ist ausgezeichnet. Südwesten zu den Palmen. Südwest. Hier. Nope. Ist nicht hier? Warte mal, zu den Palmen. Ich kann irgendwie gar nicht graben. Also eigentlich wären das die Palmen hier. Aber hier kann ich nicht graben. Doch, jetzt guck ich. Wow. Ich renne durch. Wir retten durch. Sind glaube ich einige. Oh, hier ist ein Fass. Das ja. Ich hab hier gerade noch was Krähen gehört. Ich war zu konzentriert. Und betrunken. Möglich? Immer noch. Immer noch oder schon wieder? Aha. Ich hatte schon. Ja, das Sprengfass habe ich ja. Mhm. Mhm.
dann weiter Richtung Süden. Da müsste dann Shark Bay Cove sein. Wow, ich glaube, wir müssen auch demnächst mal wieder irgendwann landen. Ja. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Die Sache ist, je mehr Kisten wir haben, desto öfter müssten sie theoretisch laufen, um uns zu beklauen. Und außerdem müssen sie erstmal auf das Krähen. Das macht Sinn, Daniel. Ja, ich weiß. Genau. Wir fahren an einem Außenposten vorbei, direkt südlich. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Richtung Süden. Anker lichten und genau nach Süden. Achso, es sind wir schon Richtung Süden eingelenkt? Nee, ich hatte schon eingelenkt, ja. Beim Parken lege ich direkt ein. Ja, das ist ein Kind. Ich mache mal so, dass ich weiterfahren kann. Das hat mir vorhin Licht. Da habe ich nicht viel Steuer. Weil du betrunken warst? Möglich. Denke ich, müssen wir uns doch nur merken, wir müssen immer gegen den Wind fahren. Das ist richtig. Das ist nur so, wenn wir mit dir spielen. Also ja, ja, ich hab allgemeingültig merken. Oh, du legst dich schon mal hin. Warte. Ja. Das wird nicht funktionieren. Verdammt. Wie macht man das? Y und dann Remote. Remote ist Schlaf-Remote. Lass uns ein irgendwas bilden. Knäuel. Wir löffeln. Geht nicht. Ich lege mich dir zu Füßen. Ist das schon der Außenposten? Der da rechts, Steuerbord? Der leicht Steuerbord, ja. Das ist richtig, das ist schon der. Daniel macht Löcher ans Boot. Daniel macht Löcher an mich. Hör auf damit. Ey. Jo, 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 wieder. Ja, ja. Stückchen zurück, geht sogar wieder. Nee, ich fahr erstmal so und dann. Ja, also der Steg ist auf der Westseite. Ja, deswegen fahr ich ja dahin. Okay, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Kann man eigentlich Bunny hoppen? Ein bisschen. Also Bunny hoppen kannst du die ganze Zeit. Ja, musst du aber langsamer. Sorry, Straven. Straven kannst du auch. Du musst aber langsamer. Was Daniel meint, ist der Double Jump. Aber warum es hier keine Surfmaps gibt, das ist doch unrealistisch. Ja, gerade mit dem Säbel. Man, so, es soll ist ich mal übelst den... bekannt, dass Piraten übelst gern gesurft haben. So, ankern. Was? Okay. Ich geh schon mal Löcher fliegen. Hast du nur Ankern geschrien, weil du gesehen hast, wir laufen auf Grund, oder? Nö, ich hab das gar nicht gesehen, dass wir auf Grund laufen. Oh mein Gott. Vor allem hat es dadurch das Schiff gedreht. Ich dachte erst, ich hätte mal falsch eingelenkt, aber... Das ist die Sandbank des Schiffs. Ich kann die Löcher nicht mehr. Es sind so viele. Das wird teuer bei der Versicherung. LOL, also Leute, ich hab gerade. Nein. Nein! Doch. Die, die Schiffanpassungskiste für die Flaggen ist hier oben im Kränennest. Im Kränennest? Ja. In welchem? Na, bei uns im Schiff. Ja. Echt? Seht ihr's? Nee. Also ich. Ja, seht ihr die Flagge? Ja, ich sehe eine schwarze Flagge. LOL. Aber ich suche gerade. Okay, die Flagge, die du gehisst hast bei mir, ist. Ja, ja, kariert. Kariert, ja. Guck mal hier rein, hier sind einige drin, wir hätten nicht mal welche kaufen müssen. Wo denn? Hier, da an dem Kasten. Ach, hier. Durch Zufall, Alter, durch so ein Zufall das gerade gefunden. So, jetzt hab ich mal die Kuhle gehisst. Wer sind die Kuhle? Na, die ich übrig gekauft hat.
Oder wir machen hier klassisch mit Totenkopf. 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 Oder wie heißt die französische? Nein. Ach, im Prinzip nicht. Die französische ist so wunderschön. Ey! Hallo. Was? Au. Au, gefällt mir. Bist du auf die Sandbank gesprungen, oder? Ja, ich hab zufällig noch eine Kante erwischt. Oh, ich hab grad schon wieder irgendeinen Erfolg. Hab daneben gesprungen. Okay. Flagge gewechselt, Erfolg. Nee, das war hier mit. Mit Goldtruhen. Dammit. Okay, Mario, ist dasselbe passiert wie mir. Achso, ich probier mal kurz was aus. Ich hab gehört, um das neue Monster zu finden, muss man sich hier in der Taverne umhören. Das ist lustig, weil ja keiner ist. Lol. Dann hör dich mal in der Taverne um. Naja, also, dann müsste die Barfrau und hinten in der Ecke der Typ vor der Tür sein. Who's next? Ja, hier ist nur die... Ach, der hier wahrscheinlich. Luke. Wer von euch hat eigentlich die hässlichen Kisten hier hochgelegt? Ich nicht, ich hab keine einzige Kiste bewegt. Daniel, warum sind die oben Seefahrertruhen? Ich hab doch extra gefragt. Die Schiffbrüchigen sind die Billigtruhen, also kommen die Seefahrer auch nach oben. Nee, auch die Seefahrertruhen kommen unten hin. Okay. Oh. So. Soweit ich weiß, schlägt er sein Lager auf der Südwestseite von Sharkbait Cove auf. Shit, da war ein halbes Leben weg. Hast du die Fässer hier runtergeworfen? Eines bei einem Fass ist nämlich bei mir im Dingens festgebackt. Im Mast. Im Mast? Ja, kann sein, dass hier. Habe ich schon rausgeholt. Ah, okay. Aber ja, also ich habe jetzt alle. Zack. Also auch die Explosivkisten verkaufen oder was? Ja. Don't forget. Ich meine, wie später muss? Do something. Ja, 22:11. Ich würde dann auch aufhören, wenn wir jetzt gerade eh hier. Wow, aber wir haben doch noch eine Fahrt offen. Eine? Ja, trotzdem. Das ist wirklich nur noch eine? Ach komm, mal los. Sharkbait Cove. Na gut. Sharkbait Cove soll im Südwesten auch einer sein Lager aufgeschlagen haben. Hat der Typ gerade in der Taverne erzählt. Vielleicht finden wir da noch ein Gimmick. Super. Super, noch länger zocken, Marius. Yay! Guck nochmal nach, aber. Ja, also 149 gibt ein Explosivfass. Got any exciting tales to share? Ach, das muss ich auf dem Steg verkaufen, ne? Ja, bei der Handels. Mhm. Ja, Südwestseite von Sharkbait Cove. Sharkbait Cove. Das klingt wie eine Russe. Sharkbait. Einfach nur kaputt. Oh, jetzt hast du noch. So, ich nehme an, hier ist jetzt nichts mehr. Ich nehme an, wir verkaufen alle Schießpulverfässer, ja? Ja. Wir platzieren die gerade alle um den Händler und jagen ihn in die Luft. Geradezu ist ein Einmaster. Ich hätte Bock auf Krieg, wenn wir jetzt mal das gemacht haben. Krieg! Aber Marius, wir müssen doch die letzte Karte. Ja, und wir müssen doch das Geheimnis um das neue Monster lüften. Apropos Geheimnis um das neue Monster. Leo dreht an dem Anker und springt einfach von Bord mit. Okay. Der segelt doch eh ohne mich los. Ja, wir krachen jetzt wahrscheinlich eh erstmal mal irgendwo rein. Liegt bei 10, 15, 20. Drehen, drehen, drehen. Okay, jetzt kannst du gerade lenken.